Wir sehen jetzt eine Übung, wo wir die, ja, sagen wir es mal so, Kniemuskulatur stärken, wo es dazu darum geht, die Kapsel beweglicher zu machen, aber dann auch das Ganze drumherum zu stabilisieren. Man muss darauf achten, dass man in der Endposition, sprich in dieser Streckposition, wirklich in die maximale Kontraktion kommt mit dem vierköpfigen Schenkelmuskel. Auch das ist eine Übung, die man alleine zu Hause machen kann. Man braucht lediglich ein Theraband oder ein entsprechendes Gummiband und dann muss man das je nach Trainingsniveau entsprechend dosieren. Leicht beugen, lässt genau nach. So, und jetzt streckst du das Bein vollständig durch, streckst durch. Gegen den Widerstand durchstrecken. Ja. Und wieder zurück. Ja, und richtig durchstrecken. Sehr schön.